Willkommen zur nächsten Folge der TARDIS Principle. Letzte Folge haben wir das perfekt abgeschlossen. Ich glaube, das haben wir genau eine Folge gemacht. Ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht ein bisschen länger, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Teilweise ist es echt nur so, dass ich ein Level pro Folge schaffe. Das ist echt krass. Die Dinger sind echt nicht so einfach. Aber ich schaff's immer. Ich schaff das immer. Bis jetzt. Einmal bei dem Rätsel da mit dem Hochhebdingsbums, da musste ich ein bisschen nachdenken. Habe ich dann nach der Folge noch ein bisschen gemacht, weil ich nicht gerne eine weitere Folge damit verschwenden wollte. Aber das habe ich dann auch bald rausgefunden in ein paar Minuten, aber ja, die Folge hat, ich hatte so eine Folge wahrscheinlich auch rausgefunden, aber es hat halt wieder lang gebraucht. Und in den Folgen hat man dann doch nicht ganz so viel Zeit. Der ist jetzt so ausgerichtet. Wenn ich den jetzt quasi dann anvisiere, den hier hinstellen. Hier. Bringt aber nichts, da fehlt mir noch immer einer. Ist eine Leiter. Ach, nice. Ein Ventilator. Das wird doch gehen, oder? Ah, falsch. Das darf ich nicht machen. Ich muss natürlich schon da drauf stehen, wenn ich das connecten will. Ah. Jetzt muss ich noch warten, bis ich das connected habe. Schnell sein. Dreh ich mich wieder von der Platte runter. 3, 2, perfekt. Verknüpft. Verknüpfen. Verknüpfen. Ich muss erstmal so einen Anschwung bekommen. Stimmt. Na gut, los. Achso, Mauspad ist an. Jetzt ist. Oh, ich dachte schon, was ist denn da los? Genau. Das hört sich ein paar Folgen an, ne? Mauspad ist irgendwie immer so ein bisschen gewackelt. Das war gar nicht ich. Weil ich kann nicht ganz still bleiben. Selbst wenn meine Hand da jetzt zittert, dann zittere ich eher um die Maus und die Maus bewege ich keinen Millimeter. So, ich kann es ja nicht ausrichten. Aber stopp. Nicht ganz richtig. Zwar muss ich nochmal aufnehmen, wie ich draufstehe. Das connecte. Und dann ich nach den 10 Sekunden quasi den wiederum nehme und den auch wieder connect. Ja, das stimmt. Also ich nehme auf, stelle mich hier drauf. Muss ein bisschen warten, bis ich die Sachen connected habe. Und denke ich, muss ja nur ein Ding connecten und der Rest kann ich ja quasi. Brauche ich nicht. Genau, passt. Jetzt habe ich den quasi connected und das kann ich nämlich den nehmen. Den mit dem verbinden.
wird nicht ausgehen, weil ich ja dann theoretisch das Ding dran habe. Ja, passt. Meins. Schnell. Raus. Was haben wir? Connect mit dem, connect mit dem. Nimm's weg. Danke. Nein, ich habe es vergessen. Finde ich echt am Arsch. Oder habe ich nicht? Habe ich nicht? Nee. Richte das aus, bitte. Lol, wie der andere Cube einfach dann über das drüber geht und das einfach ausmacht. Ich muss es auch mit dem connecten. Das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Das ist schade, dass ich ihn nochmal abspielen kann. Das stört mich so ein bisschen. Na gut. Okay. Den Link weg. Ich lege ihn am besten da drauf. Weil jetzt kann ich quasi den Ding connecten und die verbinden sich dann alle und dann wird der nicht den anderen stören. Genau. Das sollte reichen. Genau. Und jetzt kann ich den ich muss kurz überlegen. Abspielen. Und jetzt lege ich hier hin. Connect ihn mit D. So. So. Sie warten, bis er das hingestellt hat. Wichtig, das sollte jetzt fertig sein. Ne, jetzt verschwindet gleich. Nicht schlimm, weil ich hab's schon. Ist fertig. So, jetzt abspielen. Fertig. Das war's doch schon. Einfach. Ich musste nur immer wieder probieren, bis das halt oben war. Aber dann, nachdem es ja oben war, war es ja dann einfach. Genau. Genau. Ganz nah und gestört. Hier haben wir sowas. So ein Wächter mal wieder. Den hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, doch in ein paar letzten hatten wir den nochmal. Was war hier nochmal? Okay. Nur den Umlenker und den Cube.
Ich kann es halt da draufstellen, ja. Ah, das geht nicht. Okay, ich dachte, ich kann dann vielleicht dadurch dafür sorgen, dass er nicht aufmacht, aber das geht nicht. Gut zu wissen. Mist. Wie ist er durch den Cube gekommen? Wie soll das gehen? Ich kann den ja irgendwie nicht holen. Wenn ich auf ihn drauf gehe? Mist, hey, ich hätte doch voll auf ihn drauf gesprungen, theoretisch. Wie soll ich den bekommen? Wieso ist er sofort explodiert? Oder kann ich einfach nur drauf, ohne den Cube? Geht das auch, oder? Wahrscheinlich nicht. Da rutscht man eher runter. Jetzt rutscht der Xander nicht runter. Hey, wieso drücke ich mich immer weg? Das mache ich gar nicht. Na gut, das ist dann wahrscheinlich der Druck. Aber wie kann ich den denn nehmen? Geht's nicht mit Doppelklick? Ich habe einen Doppelklick-Taste auf meiner Maus. Ich kann den Spiegel quasi damit eigentlich verarschen, wenn ich. Das kann man gar nicht sein. Jetzt könnte ich ja immer weiter weggehen quasi. Ich hab sogar wieder platziert. Ganz mal gestört. Ja, ich weiß. Das ist richtig schlimm, dieses Level. Oder kann ich einfach zwei Cubes aufeinander stapeln und dadurch verhindern, dass er das auch macht? Da, ja. Genau. Wir wissen nicht, dass es nicht geht, oder?
Ich kann die nicht, ich kann nicht zwei aufeinander stapeln. Vielleicht reagiert er nicht ganz so schnell, wenn er was auf seinem Kopf hat. Über den Zaun. Wenn es gleich geht, dann hätte ich das so, sag ich gleich so, was wie. Hätte ich schon vorprobieren sollen. Kann ich da rausspringen aus dem Level? Lustig. Ich dachte, ich kann aus dem Level rausspringen, weil er so ein bisschen offen war. Ah, das aber, das ist Endding. Wie soll das gehen? Aber ich kann hier echt gar nichts machen. Das kotzt mich echt an. Außer das kann ich gar nichts machen. Das ist doch cool, oder? Doch, den ganzen Tag. Siehst du die ganze Folge? Was kann ich jetzt hier machen? Kann ich vielleicht irgendwie über zwei Cubes den nehmen oder so? Das könnte, das ist vielleicht eine Idee wert. Einen kann ich sogar mitnehmen. Deswegen kannst du. Ich muss einfach nur zwei Blöcke hoch. Der geht da nicht weiter. So. Ich dachte schon. Jetzt wird er denn doch nicht erwischt, hä? Was ist das Ende? Da kann ich klar drauf, aber. Ich kann ihn ja nicht aufhalten. Ich kann es einfach mal draufstellen. Bringt aber nichts. Vielleicht um irgendeine Connection zu verbinden.
Ich weiß, vielleicht da hinten einfach direkt. Ist das schon die ganze Lösung? Das fährt ja weit genug vor, oder? Nö. Und ich dachte schon, das wär's. Haha. Ha. So gut. Wann bin ich da durchgekommen? Huhu. Fortschritt. Lass mich gerne den zweiten Typ trotzdem holen, weil der ist ja nur da gewesen, um den zu blocken, aber ich kann den, muss den ja nicht blocken. Ich mach mal das. Aber dann mit den zwei sollte es eigentlich gehen. Das war es dann wahrscheinlich schon wieder die Level-Lösung. Na dann. War das ja nicht allzu schwer. Nur mal rausfinden, dass ich einfach noch zwei Blöcke in Höhe gehen muss, damit er mich nicht sieht. Bin ich ja nicht sofort gekommen. Oh, die Folge ist halt Überlänge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und ciao.